Hallo und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir sind natürlich noch kräftig dabei hier mit Winterarbeit, ja, also Pflügen. Ne? Immer noch auf Feld 39. Ich meine, er wird noch, so wie man sieht, hier 1 Stunde 49 Minuten will er noch brauchen. Ja, Wartung ist noch gut, Diesel ist auch noch genug drin. Ja, soll er denn mal hier so weiterfahren? Ne? Also, der Flug wird sich nicht abnutzen, er wird es schaffen. Ne? Ja, des Weiteren ist, glaube ich, unser LKW, den habe ich gerade eben nochmal eingestellt. Der war ja noch am Futterfahren für die Kühe. Ich hatte gesehen, dass der Steinesammler gleich fertig sein müsste. Genau, jetzt kommt er hier unten zum Zielpunkt. Der war ja im letzten Vorgewende, können wir gleich mal rein. Ich glaube, da werden wir uns dann auch gleich den Kurs vom Flug holen auf der 39 und ihn dort eigentlich hinterher schicken. Ich meine, er hat genauso 9 Meter Arbeitsbreite. Das haben wir ja auch gemacht, auch den Kurs kopiert und er kann ja dort hinterher fahren. Ne? Oder will er noch eine ganze Runde rum? Ach nein, ich glaube, wir hatten nicht, wir hatten ja nicht hier unten angefangen. Ich glaube, wir hatten hier oben angefangen mit dem Kurs. Kann das sein? Hier, genau. Hier hinten sieht man noch, hier liegt überall noch eine kleine Reihe Steine. Also bis hier rüber fährt er dann. Okay, da sind wir näher am Hof. Können wir ihn nochmal reparieren und tanken. Wie gesagt, kopieren wir uns den Kurs hier von der 39 und dann schicken wir das nachher. Ne? Ja, des Weiteren läuft hier unten natürlich noch Sonnenblumendreschen. Deshalb stellen wir auch mal die Zeit noch nicht hoch. Oder eigentlich, ich weiß nicht, wie lange will denn er brauchen? Wir können mal reingucken. Er will noch 50 Minuten oder 51 Minuten brauchen. Also von mir aus auch eine Stunde. Wenn wir jetzt die Zeit hochstellen auf 5 Stunden, dann wären wir bei 20 Uhr. Ja, da wird es schon dunkel werden. Ne? Also Zeit 5 können wir aktuell noch nicht spielen, weil dann schafft er das nicht. Denn im Dezember können wir hier nicht weiter dreschen. Das ist der letzte Tag, wo wir hier die Sonnenblumen dreschen können. Wenn nicht, gehen wir eher schlafen. Wir lassen mal die Zeit auf 1. Weil wir könnten es auf 3 stellen. Das ist 18 Uhr dann. Na gut, es ist ja fast 16 Uhr, nicht 15 Uhr. Wo gucke ich denn wieder hin? Das ist ja schon 16 Uhr. Ne? Da wundere ich mich wieder, dass es 20 Uhr nicht fertig ist. Dann, ne? Ne, wir lassen das mal lieber so. Denn der wird ja auch ein bisschen Standzeit haben, wenn er auf einen Abfahrer wartet. So, ich würde sagen, er fährt... Ach, da habe ich den falsch eingestellt. Der war nicht auf dem zweiten Vorgewende, der war Richtung Feldbahn unterwegs. Na ja, gut, er wird ankommen. Er bringt ja keinen Kalk aus, er kalkt ja nicht doppelt. Das ist ja nicht so schlimm. Na, kommt er am Baum vorbei oder stört er sich dran? Ich würde sagen, er stört sich dran, oder? Wäre eigentlich Fall für die Prux, ne? Genau, kommt gleich die Meldung, wird blockiert. Ah, deswegen hole ich jetzt nicht die Prux, da fahren wir ein bisschen rüber. So, dann kann er weitermachen. Ja, Lohnzahlungen müssen wir natürlich kräftig leisten, wie man sieht, aber es laufen auch genug Helfer. Wobei es eben ohne Helfer fast, naja, will ich sagen, nicht machbar wäre, aber dann ganz schöne Mammutaufgabe wäre. Ne? Dann müssten wir mehr wie mit 2 Tagen spielen. So, eigentlich suche ich nämlich unseren LKW. Ich würde mal vermuten, ach so, der ja. Warum hat man den hier hochgeschickt? Er sollte, glaube ich, Fertigteilwände laden. Hat er nicht Fertigteilwände eingestellt gekriegt? Ne, Europaletten. Betriebskosten Fahrzeuge. Okay. CP irgendwas repariert, ne? Ich glaube, wir wollten mit ihnen doch ja auch noch Fertigteilwände mitfahren, ne? Waderballen. Ja, 3 Stück können wir nur laden mit ihnen.
Denn unser LKW steht noch am Verkaufspunkt unten. Hatte ich gesehen beim Durchtappen eben. So, hier einmal auch das Autolot gleich anschalten. Ich kann eben leider hier nicht ins Menü rein. Das ist eben so ein bisschen schade, dass ich mal hier vorlaufen muss. Meine gut. Fertigteilwand. Und da haben wir immer noch 29.000 Liter drin, also sprich 29 Stück. So, Spanngurt ist dran. Dann kann er ebenfalls zum Verkauf mit runterfahren. Dort steht der andere noch rum. Palette, hier, Kaufstation Paletten. Hier können wir dazu machen. Ja, Holz hat ja auch keiner weitergemacht bisher. Ach so, er ist fertig mit Gülle fahren. Den hatte ich zur Werkstatt geschickt. Da müssen wir auch erstmal nichts weiter fahren. Glaube ich, die Meldung ist ja weg. Ist erstmal genug Gülle drin. Achso, hier habe ich ja noch gar nicht geguckt. Wie sieht es jetzt hier aus? Immer noch 0, also immer noch 0% heißt ja im Multiplayer, es gärt noch. Ne? Aber er fährt auch noch Futter hier, wie ich sehe. Und mir durch die Hecke. Ich dachte eigentlich, er müsste mal fertig sein. Wir fahren mal ein Stück mit, dass wir sehen, wie viel Futter im Stall drin ist. Vielleicht ist es auch die letzte Tour. Da könnten wir ihn dann nämlich gleich umstellen auf den Kuhstall 2. Und dann hätten eigentlich die Kälberstelle und die Kuhstelle alle Futter bekommen. So, also Nahrung 1,2 von 1,5 Millionen. Ja, geht noch ein bisschen was rein, ne? Also es ist noch nicht seine letzte Tour. Der fährt mindestens noch dreimal bestimmt. So, ihn hier, gut, der steht wohl nicht richtig im Trigger. Warum wird er nicht repariert? Ach, ihm, was ist hier los? Standen wir vor dem Trigger mit unserem Mulcher. Bei ihnen werden wir dann runterschicken auf Feld 55, weil die müssen ja nicht gepflügt werden, die Sonnenblumenfelder, deshalb werden wir sie mulchen. So, und hier oben ist natürlich Arbeit beendet und wir gucken erstmal, die verkaufen wir nachher, wenn der andere mit dort ist. Okay, so rum. Wir kopieren mal hier gleich aus ihnen einen Kurs. Den nehmen wir gleich mal mit. So, dann schmeißen wir mal hier den Kurs raus und den gleich rein. Also wir müssten hier drüben bloß ansetzen, aber wenn ich sehe, wie viel Sprit er noch hat, dann fahren wir erstmal die Steine noch in die Abbruchchemie. Wir sind ja hier fast am Lohnerhof. Werden ihn natürlich auch mal reparieren und betanken.
Tanken eigentlich ganz wichtig, ne? Reparieren würde ja fast noch gehen. So, hier stellen müssen wir auch noch umstellen, 39. Weil er wird ja mit Sicherheit mehr wie eine Ladung Steine darunter kriegen. So, 55. Auch der Steinesammler 74% Lack verschlissen, ne? Also das machen wir ja kräftig durchreparieren. Oder reparieren lassen. Ich kann ja eigentlich erstmal hier stehen bleiben, das dauert ein paar Minuten. So, da schauen wir mal noch, bis ich noch zu Geld kommen. So wird natürlich nicht alles. Jetzt habe ich auf. So ein Quatsch, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. So rum wird ein Schuh draus. Ach, die erste nimmt immer noch nicht. So, dann geht es hier zurück zum Sägewerk. Weil gesagt, wir versuchen das dort leer zu machen. Eigentlich parken. Wenn er noch da ist, der Parkplatz. So, hier die drei Stück, die sollten wir eigentlich besser auf den Trigger kriegen. Einfach noch ein Stück vor. Zack. 30.000, also 10.000 pro Wand ist schon. Geht gut. So, ebenfalls hier zurück zum Sägewerk, zum Parkplatz. Er wird zwar dann durch einen LKW blockiert, aber. Das ist ja absolut nebensächlich. Na, muss der Drescher entladen werden. Ich vermute mal, unser Abfahrer ist unterwegs, ne? Könnte nämlich sein, dass er ausladen ist. So, den stellen wir einfach bloß das Feld und sagen, erster Wegpunkt. Der wird ja sowieso mit dem Feld rein irgendwo anfangen. Ja, erster Übergabe und viel Spaß bei der Arbeit, ne? Ja, das ist der Deutz mit dem Mulcher.
Am Hof ist er, würde ich sagen, oder? Da kommt er. Mit 52.000 Sonnenblumen. Schön, schön. Muss er leider so lange warten, bis er zurück ist. Können wir leider nicht ändern. So, zwei Ladungen müssen hier noch her. So, da können wir aber, wenn wir es gesehen haben, dass der Deutz fast da war, den können wir uns schon mal schnappen. Jetzt nur geguckt, ob die 12, die hat man gemulcht, ne? Nicht, dass wir dort auch noch mulchen mussten oder beziehungsweise pflügen, aber das ist in dem Fall nicht erforderlich. Da können wir eigentlich hier getrost mulchen. Meine, der müsste nicht zwingend heute fertig werden, wird er auch nicht. Ne? Aber erledigt werden muss es. Hier drei Vorgewände, Feldreihen, Überlappung richtig. Und hier auch ein Rand mit. Fährt schön um den Lichtmast drumherum. Das sollte dann auch eigentlich sehr gut passen. Was? Achso. Die ersten Fahrzeuge sind am Sägewerk. Das können wir auch gleich erledigen. So, der Kalkstreuer hat dann wahrscheinlich jetzt hier auch die richtige Bahn gefunden. Ne? Genau. Das ist wahrscheinlich eine Ehrenrunde ums Feld gefahren, aber gut. Nicht ganz so schlimm. Oh, steht eher auf früh und spät. Gerät anheben, spät. Ja, absenken, früh. Okay. Weil er solche Lücken lässt, aber gut, auf der Karte ist es durchgängig. Dann wahrscheinlich bloß Optik hier auf der Textur, ne? Und damit müssten wir eigentlich hier unsere Wiese zweimal perfekt. Das ist so richtig. Und wie sieht das hier punktemäßig aus? Ja, 98, das ist so okay, ne? Leider keine 100. Hier haben wir 84, das hängt eben mit den Düngen zusammen. Da haben wir uns selber ein bisschen die Punkte versaut, sag ich mal. Wenn man jetzt hier hingeht. Aber wir haben zu spät gedüngt hier auf der Wiese. Wir hätten das vorher mit dem Flüssigdünger machen sollen, nicht danach. Gut, ist so wie es ist. Ja, wenn man sieht, ja, ist ja fast durch und will noch eine anderthalb Stunde brauchen. Ja, da bleibt ja noch eine Stunde vors Vorgewände übrig wahrscheinlich hier, ne? Ich weiß nicht, was sagt denn überhaupt der Steinesammler? Wie lange will denn der an der ganzen Sache dranbleiben? Ja, 4,5 Stunden.
Also diese nächste Woche mit Sicherheit, ne? So, er kann 7 laden. Ja, wenn wir alle 2 hinstellen, ist dann noch genug Platz für Auslagern. Ich hätte meinen LKW das Autoload anschalten müssen, ne? So, ja, schalten wir schon mal ein. Theoretisch müsste doch dazwischen auslagern können, ne? So, Fertigteilwand. 26.000 sind drin. Und er zählt runter bis auf 16.000, wie man unten rechts gesehen hat. Also müsste es verladen sein. Genau, passt. So, Paletten. So, aber Gurt dran machen, ja, ganz wichtig hier. Geht nicht automatisch bei den Topside. So, ist nun mal hier einer zurück. Sieht ganz so aus, oder? Ja. Warum halten sie jetzt an, weil ich einsteige, oder was? Oder war das jetzt bloß Zufall? Ja, wie viel wird man noch kriegen? Eine Ladung wird schon noch, eine Anhängerladung voll. Das denke ich schon. So, wie weit ist denn er jetzt hier mit Kuhstall? Genau, so sehe ich das auch. So. Kuhstall 2 Futter. Das ist auch gut, da werden die Kühe definitiv noch gefüttert, bevor hier der Drescher fertig ist. Ja, wir hatten das während der Fahrt rausgenommen. Ja, wegen Bäumen ringsrum, lassen wir auch so.
So, kommen die Kollegen jetzt hier an. Oh, er hat auch schon ein paar Bahnen weggemulcht da drüben. So, nehmen wir gleich mal ihn hier raus. Na, treffe ich ihn nicht? Doch. Eigentlich können wir hier gleich auf den Trigger fahren in unseren drei Wänden. Und Verkaufszinse. Wir machen auch mal noch einen Gurt ab. Dann schickt man ihn nämlich gleich zurück zum Sägewerk. Halt. Wir fahren ja auch gleich über den Trigger. Wir sehen ja, dass bei der Wand immer der Gurt abgemacht wird, als wird sie erkannt. So, und somit kriegen wir hier bis mit so 70.000. Und da kann er ebenfalls zurückfahren. So, wir können mal hier gucken, nicht, dass wir irgendwo noch was übersehen haben, wo wir richtig schlimm die da fetten. Meine Guten, die Agrochemie können doch noch Gärreste oder mit hin. Aber ich weiß nicht, wie viel haben wir da an Dünger und... Naja, Herbizid, flüssig Dünger haben wir auch schon reichlich produziert, ne? Müssen wir eh bald ausschalten. Kalk und Mineraldünger. Mineraldünger geht eigentlich. Ne? Meine Saatgut, klar, brauchen wir auch noch einiges. Also Mineraldünger selber, die Produktion werden wir schon anlassen. Also könnten wir auch die Gärreste hinfahren. Ne? Wie viel haben wir noch überhaupt Gärreste in unserer BGA? Da haben wir nur 315.000. Gut, die könnten natürlich komplett hin. Ne? Wo erwische ich jetzt ein? Eigentlich war hier ganz gut, oder? Gut, dann nehmen wir ihn hier, werden wir dann Gärreste fahren, aber das werden wir erst am Mittwoch in der Folge machen. Denn hier die Montagsfolge ist schon leider rum, ne? Dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir stellen Ihnen ja Mittwoch hier ein mit Gärresten fahren. Also in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.